Warum kann ich da jetzt nicht bei allen den Preis ändern? Das wäre so großartig. So, die ganze alte Software geben wir jetzt mal wirklich für einen Schnapper weg, ja? Wir ändern jetzt alles, kostet bei uns jetzt Angebot, ja? Wir reduzieren alle Preise auf 50 Dollar runter. Ja, vielleicht geht da noch der ein oder andere Druck raus. Weiß ich nicht, vielleicht kauft es einer im Store jetzt, weil es gerade runter reduziert wurde. Ja, egal was, selbst Konsolen, alte Konsolengenerationen kriegst du bei uns für einen Fuffi. Ja, einfach mal so, weil es geht. Ne? Hier ein Marsboy 3, der hat 243 Krötis gekostet. Für einen Fuffi geht er raus jetzt, ja. Da freut sich bestimmt noch jemand drüber, der Fan von der Reihe ist. Und kann sich den jetzt auch vielleicht leisten. Dafür machen wir das, den hier teurer, um ein Dollar. So. Alles für Fuffi. Fuffi für alle. So. Geil. Dann gibt es hier eine Preisänderung. Wir machen auch die 6,99. Kostet jetzt nur noch Z-Audio. Nee, Quatsch, nicht Support. Wie schaut's denn da eigentlich aus bei Z-Audio? Was ist denn das jetzt? Details. Es nimmt ein bisschen ab, hat aber auch, wir verdienen da kräftig jeden Monat über eine Million, fast 2 Millionen dran. Das ist gar nicht schlecht. Ein bisschen günstiger, warum nicht? Weit verbreitet, why not? Prominent ist natürlich jetzt das Betriebssystem, 82.000 aktive Nutzer, ist ein guter Wert. Da schießen wir jetzt auch gerade herzenstechnisch bestimmt nach oben. Wir versuchen aber auch nach Möglichkeit, die Bugs rauszubekommen. Wir machen auch gleich hier noch ein Update drüber. So. Einmal Update drauf. Das läuft hier unten dann. So, die Portierungen machen zumindest den Eindruck, als ob sie jemals fertig werden könnten. Und das Update lassen wir gut laufen. Dann kriegen wir einmal die neueste Tech drauf. Dann sind wir da vielleicht gut dabei. Gut, wie schaut es bei ZOS 3 mit der Competition aus? Da gehen wir gut rein. Wir müssen aber mehr durchstarten. Wir müssen hier mehr Verkäufe realisieren. Ich hoffe, Zwergsoft entwickelt sich nicht zum Ramschladen. Nee, 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 nee. Ne, wir sind die schönste Firma der Welt. Ja, offen, selbst erklärt. Ja. Und bei uns ist es so, wir tun noch was für die Menschen. Ja, also es ist die Software, die jetzt nicht mehr, wo es nicht mehr um unser Überleben geht. Ja. Die geben wir halt gut raus. Und 50 ist ja nicht günstig. Trotz alledem noch immerhin noch was wert. Ja. Es ist immer noch was wert. Ja. Aber also ich tue das jetzt nicht für einen Zehner auf die Spielepyramide legen. Ne? Patente haben wir noch nicht gemacht, Lücke. Aber da wollen wir auf jeden Fall ran. Ich habe bloß jetzt gerade so viel noch an der Seitenleiste offen, was ich jetzt gerade noch beobachte. Aber ich werde meine ganzen Programmier- und Designteams und so weiter jetzt demnächst in Patente reinschmeißen, wenn jetzt hier mal ein bisschen weniger an der Seite los ist. Wir haben so viel gerade offen noch. Wenn das abgeschlossen ist und dann wirklich nur noch ZOS läuft und der Nachfolger, die Z-Box, auch noch durch ist, also alles so ab Juni, so in einem Jahr rum, sollte das Schlimmste hier geschafft sein. Und dann würde ich gerne auch mit Patenten anfangen, weil das nämlich sehr, sehr wertvoll ist. Servierer schon die dritte Gehaltserhöhung wieder. Meine Güte. Ach, das läuft doch. Ja, ist noch eine Menge. Wir haben ein bisschen viel offen. Das ist immer bei so großen OS-Releases dann erstmal alles auf neuesten Stand bringen. Das dauert dann immer ein bisschen. Aber ja, das kriegen wir schon hin. Das ist jetzt einfach, das kann ja auch laufen. Ne? Das tut ja uns jetzt nicht weh, deswegen beobachte ich das eigentlich kaum. Stopp mal. Ey, der Herr der Zwerge 2 ist rausgekommen und keiner sagt mir was. Wann ist denn das rausgekommen? Hä? Das ist heute rausgekommen, oder? Druck. So.
So, Herr der Zwerge, gehen wir jetzt auch runter mit den Druckaufgaben. Ich muss mal ein bisschen Platz schaffen hier. 1000 produzieren wir noch. Das lassen wir mal. Das geht noch ganz gut. So. Inspiring. Okay, hervorragend. Wir machen das. Ich glaube, die Einstellungen, die wir gemacht haben, sind ganz gut. Zeig mir mal bitte Ports nochmal für das Spiel an. Da setzen wir auch nochmal Doc Mo's Team ein. Und Lugise ist auch mit drin. Für die Z-Box können wir es auch bringen. Und für ZOS natürlich auch. Gehen wir gleich in die Portaufgaben rein. Preis kostet das Spiel 76 Kröten. Okay, ich bin interessiert. Gucken wir mal, was das wird hier. 50.000 habe ich gedruckt, ne? Nee, mach mal mehr. Mach mal mehr. Mach mal 100.000. Ich habe ein bisschen Befürchtungen. Na, noch so lang. ZOS müssen wir erhöhen. Ist das so? Oh ja, oh ja, oh ja. Die kommen auch ans Limit. Jetzt könnte es sein, dass wir wirklich eine größere Druckerei brauchen. Nee, da fehlt nur eine Null. So. Wir haben aber noch Kapazitäten, ne? Also wir können fast 200.000 Kopien pro Monat da durchballern. Da sind wir noch da. Da sind wir gut dabei, ne? Also pro Monat. Wir drucken das hier am Tag, also in der Woche, ja? Das musst du mal 4 rechnen. Dann, ne? Okay, letzter Monat 144 Boxen, also wir sind, ne, wir haben da noch Kapazitäten auf jeden Fall. Okay. Lass mal laufen. 15.000 gehen wir rein bei Herr der Zwerge. Ja, geil. Okay. ZOS hat 163.000 aktive Nutzer gerade. Damit gehen wir gut rein. Ja, wir verdienen gerade ein bisschen Geld, ne? So 12 Millionen hier, 7 hier. Also, es geht schon. So, ich bin mal gespannt, wie es weitergeht hier. Und vor allem jetzt, da ist ja noch, wir steigern uns hier noch. Aber wir haben einen Haufen Bugs noch in ZOS 3 drin, ne? Also da muss noch ein bisschen mehr raus. So, im März kommt die nächste Software von uns selber raus. Und wie schaut es hier oben aus? Da ist nichts, was direkt demnächst kommt. Okay, alles klar, damit kann ich leben. So, was haben wir hier noch? 2 von 5, 2 von 5, 5 von 5, okay. Okay. Da ist die Werbung nicht gut gelaufen im Vorfeld. Und man kennt uns in dem Segment Rollenspiel einfach noch nicht. Das wird beim Herr der Zwerge 3 besser werden. Das wird dann auch mit Sicherheit interessant werden. Können wir mal gucken, ob wir dann auch Paul da wieder reinschicken. Alter, 11 Millionen verdient einfach mal, weißt du? 32.000 aktive Nutzer, dann können wir Herr der Zwerge jetzt erstmal wieder ein bisschen runtersetzen. Das verkauft sich nicht ganz so stark. 50.000 sollten pro Monat reichen und 67 sind schon drin. Paul hier? Ja, Donkey, wie gesagt, sobald ich hier an der Seite ein bisschen aufgeräumt habe, stecke ich unsere ersten Zwerge da mal rein. Luki will mehr Geld, über 1.000er mehr. Ja, kriegt er. Why not? Ich bin sehr gespannt. 1,8 Millionen, wie viel haben wir ausgegeben? 2,4 rum. Ne, 3,1.
3,6 jetzt schon. Ja, gut, müssen wir dann sehen. Das verkauft sich schon. Wenig Bauchschmerzen. Wie schaut es in dem Segment aus? Da ist Footkiller Light ist hier das Problem, ja. Und die verkaufen halt hier, alter Schwede, verkaufen die viele Einheiten. Lego Mio verdient da die. Und Baby Rebirth in Space ist auch so im Rennen hier. Ja, der Zwerge geht auch noch mit rein. Na, ja, mal gucken. Die Z-Station. Müsste ich eigentlich fast die Firma kaufen. Wir werden sehen. Ja, hier ist das Update dann durch. Das ist gut, das macht dann wieder Kapazitäten frei. Wir hatten gerade absolut nichts zu tun gerade. Dr. Mo's Team bei den Designern ist komplett blank. Lukis Designer und die von Paul, die Designer. Okay, pass auf. DocDoc Designer, die haben keine Programmierer da drin, das macht nichts. Pauls Designer stecke ich da noch mit rein. Dann sind die schon mal beschäftigt. Dann geht das hier vielleicht ein bisschen flotter alles. Jetzt haben wir es gut aufgeteilt. Wie gesagt, das sollte jetzt sich in Grenzen halten, bis das läuft. So, wir können die Nachfrage von Herr der Zwerge und so weiter nicht decken. Okay, warte mal kurz. Dann müssen wir jetzt gleich mal reinschauen. Also, Herr der Zwerge können wir nicht decken. 1000 sind zu wenig. Dann machen wir 5000 raus. Was ist die nächste Baustelle? Z2D4 können wir nicht decken. Okay, dann machen wir das auch. Und dann war es ZOS2. Machen wir auch nochmal 5k. Jetzt kauft immer noch jemand, ne? Das ist Wahnsinn. Ja, gut, wenn du so ein Fuffi rausballerst, ist ein günstiges Betriebssystem, ne? Also, kann man nichts sagen. Und das ist ja auch noch relativ aktuell. Gerade mal 2 Jahre alt oder so. Gut, ZOS hat eine 250.000 Nutzer demnächst. Hier, Herr der Zwerge 2, 65.000 Nutzer. Okay. 3D-Editor wäre mal geil, ne? Aber den bauen wir zum Glück gerade selber. Wann kommt denn der raus? Im März 01, da haben wir noch ein bisschen Zeit. Da hauen wir auch gerade Bugs raus ohne Ende. Können wir mal eine eigene Pressemitteilung rausgeben. It's not well known. Wir sind nicht wirklich bekannt in dem Markt, aber schon bekannter als gar nicht. Ja. So, hört sich großartig an. Okay, sehr gut. Dann mache ich hier nochmal Werbung und zwar ein komplettes Programm nochmal hinten dran. Damit wir da schon mal die ersten, da generieren wir jetzt auch ordentlich Follower mit rein. Also ordentlich Follower ist relativ. Wir sind im 3D-Segment auch nicht so bekannt, ne? Das ist noch weniger bekannt, sind wir lediglich bei Konsolen. Beim 2D-Editor könnte es halt natürlich richtig krachen, ne? Neue PCs haben wir überall schon gekauft. Jeder hat neue PCs, Richard. Jeder. Wir haben bei allen schon reingeballert. So. 83.000 Nutzer. Sieht man. Ja, hier unten sind wir ein bisschen. Okay, also wir sind nicht wirklich krass drin, aber wir haben ein hervorragendes, inspirierendes Spiel gebaut. Also von daher kannst du da nicht meckern. Okay. Wie schaut es denn jetzt eigentlich mit dem Update hier aus? Das wird schon. Hier die Ports laufen auch. Da ist, wie gesagt, bei Herr der Zwerge schon durchgelaufen. Da ist auch schon durchgelaufen. Jetzt wird auf ZOS 3 schon portiert, bei Herr der Zwerge 2. Ganz wichtig für unsere Verkaufszahlen von ZOS, dass da jetzt auch die ganze neue Software rauskommt. Servierer die 8. Beförderung heute gefühlt. Okay, 9 Millionen. Das klappt ja richtig gut. Da nähern wir uns jetzt guten Verkaufszahlen mittlerweile. Wie gesagt, 3 weitere Entwicklungen haben wir ja noch hier drin. Also da wartet es ja auch noch.
Wie schaut's denn da aus? Okay, passt. Okay. Ja, die tun sich manchmal ein bisschen schwer, ne? Okay, 100.000 Nutzer mittlerweile bei Herr der Zwerge. Wie schaut's mit dem Verdienst aus? 2,9 Millionen, 26 Millionen verdient. Ist okay. Ist okay, wir nähern uns wieder den 100 Millionen. Können wir wieder 50 auf Halde legen. Erstmal immer weglegen, ne? Für schlechte Zeiten. Man weiß ja nie. So, hier ist der Peak aber auch schon fast durch, so wie das aussieht. Okay, okay. So, hier sind wir gleich durch. Dann haben wir das auch auf den neuesten Stand gebracht. Und es ist Mr. Legan. Einen wunderhübschen guten Abend. Hi. Komm, die letzten Bugs können wir dann auch noch wegklatschen. Das ist dann auch kein Problem. Und dann haben unsere Teams nämlich wieder ein bisschen mehr Luft, weil die arbeiten gerade an 1000 Sachen gleichzeitig. Das muss man jetzt ein bisschen reduzieren gerade. Und die Bugs rauszubringen ist mit Sicherheit gut. Genau, mit den Ports machen wir eben die Verkäufe auch noch gleich mit. Aber da muss es natürlich auch für unser Betriebssystem rauskommen. Und da sehe ich noch wenig von unserer eigenen Software drin. Eigentlich gar keine, oder? Nö. Wir arbeiten zwar schon dran, hier unten bei Herr der Zwerge, aber naja, braucht noch ein bisschen. Wir müssen das noch ein bisschen steigern. Und wenn die Software rauskommt, dann freuen die Leute sich. Im Prinzip hätten wir eigentlich hergehen müssen und erstmal unsere ganze Software nur für uns portieren müssen. Hase will wieder mehr Geld. Büroumgebung ist miserabel. Was? Ist doch voll geil da hinten. Ich weiß gar nicht, was Hase sagt. Trotz Bugs haue ich das jetzt ins Update raus. Ja, einfach nur, damit das rauskommt. Und dann nehmen wir halt die Bugs, die wir bis dahin schon mit dem Update gefixt haben, nehmen wir gleich mit. Dann sind es halt nur noch 200, die offen sind. Das machen wir mit der nächsten Runde dann sauber. Da haben wir hoffentlich dann ein bisschen mehr Kapazität dann auch. Sevire kriegt mittlerweile 14,8k. Das muss doch mal reichen. Wirklich. Jetzt kommen also das letzte Prozent von dem Update. Das werden wir so fertig kriegen, oder? Ich bin ein guter Dinge. Das letzte Prozent ist wohl das Schlimmste. Naja gut, kriegen wir noch mehr Bugs rausgefixt. Das ist vielleicht gar nicht so schlimm. Na, da lasse ich das von einem der anderen Teams noch beiläufig mitmachen. Spielkammer will auch mehr Geld. Ja, die Badezimmereinrichtungen. Wir kümmern uns jetzt dann gleich drum, wenn das Schlimmste hier geschafft ist, machen wir eine Badezimmeretage. Das machen wir auf der einen Seite komplett Duschkammern rein, also gibt es dann verschiedene Duschräume und auf der anderen Seite gibt es verschiedene Toilettenräume und dann gibt es noch so auf der Hälfte und dann die andere Hälfte wird dann damit genutzt, dass da dann bei uns zwei riesengroße Kantinen entstehen mit nochmal richtig großen Küchen auch. Damit unsere Köche auch dann wirklich das ganze Gebäude mit Essen versorgen können. Das ist ein bisschen dämlich, dass wir das nicht haben. Sag mal! So, machen wir mal so jetzt. Ich will das letzte Prozent hier haben. Ja, Donkey, ich habe mir auch schon überlegt, ob wir die Leute nicht einfach, also ob wir Servierer zum Beispiel rausschmeißen und gegen einen neuen Servierer ersetzen, ja? Also, dass man dann quasi den Namen einfach übernimmt, weil das ist von der Mechanik her ein bisschen doof. Irgendwann wird das einfach nicht, irgendwann wird das, kostet die zu viel. Aber Herr der Zwerge geht gut hoch, ne? Da sind wir auch schon gut dabei.
Hier haben wir fast 400.000, hier sind wir bei 200.000. Verkauft sich echt nicht schlecht. Gibt es jetzt auch für ZOS 3 im Übrigen, Herr der Zwerge? Ist das hier jetzt auch drin? Ja, tatsächlich, hier. Das Update ist ja mal wirklich dämlich, ne? Also, arbeitet da irgendjemand dran? Die Update-Teams nur. Ja, das ist natürlich dämlich, ne? So, jetzt reicht's mir. Jetzt gehen wir voll rein, ne? All in, Leute. All in. Rein da. Will hier keine Ausreden hören? Wir machen jetzt das Update fertig. So. So, das haben wir weggehauen. Dann hoffentlich klappt das jetzt ein bisschen. Wer ist denn hier drauf? Unsere ganzen Programmierer sind drauf. Das geht, das Konsolending geht auch so super lahm, ne? Ja gut, da sind unsere Programmierer halt auch gerade super beschäftigt. Wir machen jetzt mal Folgendes. Wir gehen jetzt mal in den Ausbau. In den Ausbau von unserem Flügel hier. Flügelchen! So, kann ich das nicht kopieren? Möbel und Mitarbeiter im Raum auswählen. Nein. Einer Gruppe hinzufügen. Nein, will ich nicht eigentlich. Ich will die gerne rauskopieren. Nein, das wollte ich nicht. Rückgängig. Ich finde das nicht so gut, wenn das offen ist. Ich will ja nicht die ganze Etage kopieren, weil das ist nämlich eigentlich nicht das, was ich wollte. Weil so wäre das, so könnte ich das schon machen, ne? Das noch gleich. Ich kann das halt nicht nach oben setzen, ne? Das ging aber auch irgendwie, dass du die ganze Etage kopieren, aber das war irgendwie anders. Ja, hier. Okay, das muss man einfach Copy-Paste reinmachen. Okay. Mega gut einfach. So, dann gehen wir hier rein, trennen die zwei Räumlichkeiten hier ab. Im vorderen Bereich Kantinen, im hinteren Bereich einmal eine Mega-Dusche. Hier wird Mega-Dusche.
Ah, da hat er jetzt die Wände hier, die Fenster nicht mitgenommen. Nee, das mögen die nicht, wenn das offen ist, ne? Hier hinten dürfen wir das auf der Etage nicht machen. Aber das ist nicht schlimm, das könnte sogar stiltechnisch gar nicht so schlecht aussehen. Da haben wir das gar nicht gemacht, ne? Da haben wir es überall vergessen hier. So. Jetzt ist das safe hier erstmal. Dann haben wir jetzt hier Großkantine. Da machen wir auch wieder eine Trennung in der Mitte rein. So ungefähr hier. Das nimmt natürlich dann auch wieder hier die Fenster raus, aber das ist nicht schlimm. Das machen wir hier jetzt auch wieder. Dann setzen wir hier die Fenster neu ein. Dann gibt es jetzt hier kleine Fenster. Und hier große Fenster. Machen wir hier auch. An der Küche kleine Fenster. Bei den Mitarbeitern große Fenster. Also quasi in dem Kantinenbereich. So, dann haben wir das Teil jetzt. Jetzt haben wir hier natürlich keinen Zugang. Den kriegen wir aber gleich. Und zwar indem wir sagen, okay, hier kommt ein Durchgang rein. Hier und hier. Und hier. Dann können die nämlich da durchlatschen. Und aus der Küche das Essen rausbringen. Dann kriegen die hier eine Reihe Kühlschränke, davor eine Reihe Herde oder vielleicht sogar zwei Reihe ich die Herde. Mal gucken. Rush natürlich, so wie immer. Dann kriegen wir das hin. So, dann gehen wir jetzt rein und machen erstmal Folgendes. Also, wir fangen jetzt erstmal an im hinteren Raum. Da kommen jetzt unsere Toiletten rein. Jetzt müssen wir uns überlegen, wie wollen wir das denn eigentlich haben. Da müssen natürlich schöne Schüsseln rein, weil sonst mögen unsere Mitarbeiter das nicht. Also, ich sag mal, 2x2, es sollte drin sein. Das wird so eine Toilettenbatterie, ja? Andere haben da Legebatterien, wir haben halt Toilettenbatterien, ne? Also das muss ja auch schon drin sein. Es muss ja auch für so viele, wahnsinnig viele Mitarbeiter, wie wir haben, muss das ja auch reichen einfach auch, ne? Und da haben wir ja jetzt momentan halt zu wenige und zwar viel zu wenige. Es kann, die Leute kämpfen quasi um die Schüssel, wenn man so möchte. Und das wollen wir natürlich vermeiden, ja? Unsere Leute müssen nicht um die Schüssel kämpfen, unsere Leute kriegen einfach eine Schüssel.